Moin Leute, ja, heute sind wir wieder in Mörs zugange. Einen Zoch müssen wir insgesamt, auch immer noch in der Sorte Brillanz. Hier sind die Möhren aber etwas größer, ihr könnt es hoffentlich da auf dem Bildschirm sehen. Hier sind wir in der Saison oder im Wachstum mit der Hand durch gewesen, haben nochmal Unkraut ja, rausgezupft, dass die Möhren mehr Platz hatten zum Wachsen. Hat aber alle Wille was gebracht. Die letzten, ja was waren das? 20 Meter haben wir leider nicht mehr geschafft. Da kann man echt direkt sehen, dass da nicht mehr der Ertrag kam und die Möhren nicht so groß waren. Noch ein zusätzliches Problem, oder hier ist es jetzt ja besser, zusätzliches Problem, wenn man jetzt da draußen guckt, ihr seht's, und wir haben jetzt genau 1 Grad. Heute Nacht hat es gefroren, hatten wir ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm und gemeldet war das auch nicht. Also dass das halt 0 Grad wird, ja, aber dass es wirklich friert, nicht. Und hier kann man jetzt schön sehen, dass die Möhren alle schon abgeschlägelt waren. Und dann haben die Möhren... dieses Mikroklima von den Kraut nicht mehr, diese Schutzschicht. Und können oben anfrieren. Hoffentlich ist da jetzt auch nichts passiert, weil das halt nur heute Nacht, ich glaube, minus 2 Grad war. Klar, waren minus 2 Grad, aber müssen die Möhren jetzt mal verkraften. Diesmal haben wir relativ viel schon abgeschlägelt, weil wir jetzt ein bisschen mehr Möhren liefern müssen. Klar, wird kälter, die Pferde kommen jetzt rein und dann ist der Absatz auch dementsprechend mehr da. Ja, aber wir sind mal gespannt, ob die Möhren jetzt mal oben einen mitgekriegt haben oder nicht. Hoffentlich nicht. Ja, zum Roden selber. Ihr seht sie da. Einfach Schlepper übers EDK laufen lassen. Wir fahren jetzt 2 km/h. Und beim ersten Siebband, oder das erste Siebband, zweite Siebband und das Grobgrundband können wir von der Geschwindigkeit noch mal ein bisschen regeln, weil wir dann Getriebe zwischen haben. Was die Geschwindigkeit von 100% auf 80% absenken kann und auf 60%. Das haben wir jetzt gemacht, dass wir wirklich beim ersten Siebband, ihr seht es, das ist komplett voller Erde. Das haben wir letztes Mal bei der Brillanz schon gemacht, weil die relativ klein war und durch die 40er Teilung, also Mittelstab vom ersten Siebband, sind durchgefallen. Und das ist nicht gut, das ist natürlich Ertrag, wenn ich da liegen bleibe. So haben wir das jetzt echt, ja. Gut hingekriegt, gut, dass wir das Getriebe dazwischen hatten. Haben wir vorher noch nie gebraucht. Wir hatten einfach immer auf 100% stehen, also mit Kartoffeln roden. Braucht man es ehrlich gesagt auch nicht. Jetzt mit Möhren roden, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ein kleiner Nachteil ist deswegen, das Grobkrautband läuft aber relativ langsam jetzt. Und dann müssen wir auch einen Tick langsamer fahren, weil die Möhren hinten durch das Grobkrautband durchfallen müssen. Richtig. Aber das ist erstmal die Geschichte. Hier. Wie gesagt, sind die Möhren besser. Der Bunker ist jetzt schon fast voll und wir sind noch nicht beim Ende. Und vorne haben wir auch erst ja, so 20, 30 Meter in der Reihe eingesetzt, weil da schon angerodet war. Bei der Brillanz ganz an der Seite, wo das Unkraut halt mit drin stand, konnten wir eine komplette Bahn fahren und dann ungefähr ja, so 40 Meter noch zurück. Dann war der Bunker erst voll. Also so ist es perfekt. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir heute noch roden, also wie gesagt ungefähr ein Zug, wie es roden klappt, aber da halte ich euch auch im Laufenden. Wir sind jetzt beim 4. Bunker schon angekommen, auf dem Zug gehen so 5,5 Bunker, also ja, so gute 25 Tonnen ungefähr. Läuft sehr gut, wir haben jetzt auch das erste Trenngerät etwas langsamer laufen lassen, also zu den Einstellungen, weil man rodet ja nicht jeden Tag mit Kartoffeln oder Möhren, zu den Einstellungen, wie gesagt, erste Siebbänder relativ langsam laufen lassen, dass sie nicht durch die Siebbänder an sich durchfallen. Grobkrautband am besten, wenn man es hydraulisch einstellen kann, relativ schnell laufen lassen, dass sie, dass wenig Möhren immer quasi auf einen Streifen liegen, dass sie mehr Platz haben zum Durchfallen. Dann erstes Trenngerät komplett runterfahren, also hinten die Walzen und das Band, das Igelband so gut bei 50-60% laufen lassen. Hinten zweites Trenngerät, Fingertrenngerät haben wir hier drauf. Auch komplett runterfahren, dass die Möhren alle rüberkommen.
und dann ja, Verlesetisch irgendwie so gut bei 40-45%, dass sie relativ viel Platz haben zum Sortieren. Das ist eigentlich die ganze Einstellung vom Ruder. Ihr seht es jetzt schön, da sind sie zugange. Schön am Sortieren, Verlesetisch ist auch gut voll. Ich fahre jetzt genauso wie vorhin 2 km/h. Damit kam ich sehr gut klar. Ich stelle hier mal einmal die Bunkerautomatik aus, dass wir ein bisschen mehr in den Bunker noch reinkriegen. Da muss man auch ein bisschen mit rumspielen. Das wäre sonst halt dieser Knopf hier. Und jetzt stelle ich halt wieder an. So ziehen wir jetzt hier unsere Bahn. Wir wollten eigentlich um 9 Uhr fertig sein, pünktlich zum Frühstück. Schaffen wir natürlich nicht. Es ist 9.02 Uhr jetzt schon. Und wir müssen noch ein bisschen. Aber es läuft eigentlich sehr gut. Und gleich springen wir zu den Verkaufsautomaten von Johannes und seiner Freundin Marie. Da pflastern wir jetzt schön vorne den Weg und Parkplätze, dass dann endlich das in Gange oder in Rollen kommt. Automaten kommen heute rein, dass eigentlich nächste Woche das soweit fertig ist, dass da die ersten Einkäufe getätigt werden können. Also frische Möhren hier vom Acker, Kartoffeln haben wir auch noch hier, die Speisewaren extra angebaut für euch. Genau. So, mit dem herrlichen Anblick hier im Hintergrund haben wir jetzt den Zug Möhren voll. Ihr seht es da, die kommen wieder übrige Klappen raus. Ich habe es im letzten Video schon mal gesagt, Möhren haben ein relativ geringes spezifisches Gewicht. Deswegen sind wir dann sicher nicht mit überladen. Ja, Ruder jetzt sauber machen und dann geht's ans Pflaster. Herrlich. Schöne Maschine. Hallo, ich bin Marie und ich mache mit Johannes zusammen die Ackerfreude. Und wir versuchen Produkte, wie Alex wahrscheinlich schon erklärt hat, direkt an den Endverbraucher zu vermarkten. Und dafür haben wir unter anderem hier diesen Verkaufscontainer ja, gebaut, ausgebaut und sind jetzt gerade dabei, hier zu pflastern. Da sind wir gerade dabei, das vorzubereiten. Genau. Ja, den Container hatten wir schon einmal gezeigt. Jetzt mittlerweile steht er hier vorne an der Straße. Da kann man die Straße sehen. Und der ist jetzt mehr oder weniger soweit fertig. Wir müssen noch einmal sauber machen und ein paar Kleinigkeiten. Dann könnten die Automaten da rein, die haben wir hier auch schon in der Halle stehen. Und deswegen versuchen wir jetzt halt hier die Zuwegung zu schaffen. Den Parkplatz für Autos, dann hier so ein Fahrrad oder ja, eben für irgendwas anderes abstellen. Fahrradständer. Platz, Bollerwagen, Abstellplatz oder sonst irgendwas. Damit man da halt auch eine Möglichkeit hat, das hinzustellen, ohne dass das halt immer dann im Weg steht. Ja, und dann halt die ganz normale Zuwegung hier. Ich hoffe, dass wir da die nächsten Tage zugange kommen mit Pflastern. Heute Nachmittag haben wir leider keine Zeit mehr, also ich, Marie schon. Und dann müssen wir mal schauen. Aber ich denke, dass wir das dann ja, nächsten 10 Tage hoffentlich soweit voneinander haben. Das hat sich jetzt alles ganz schön hingezogen, weil wir ja noch ziemlich mit der Kartoffelernte und Aussaat beschäftigt waren. Und ja, eigentlich wollten wir das schon vor 2 Monaten fertig haben. Ja. Aber wie das dann immer ist, da ist so viel dann immer los und so viele Sachen, die man dann erledigen muss. Und deswegen hat sich das jetzt bis November gezogen. Jetzt ist es etwas ruhiger. Und von daher ja, haben wir jetzt da Zeit für, das endlich mal fertig zu machen. Und ich hoffe, dass dann viele von euch kommen und was abholen und was kaufen. Na? Genau, in der Zwischenzeit haben wir noch ein Verkaufshäuschen in Westerbakum gebaut. Da könnt ihr auch jetzt schon unsere Produkte kaufen. Die Adresse ist Uppenbring 4 in Bakum. Genau, einfach ja, mal vorbeikommen und genau, wir würden uns sehr freuen. Ja, ansonsten, wie gesagt, Ackerfreude könnt ihr auch bei Instagram schauen. Da ja, findet ihr sonst auch ganzen Schwung Informationen und Sachen, was auch gerade so im Angebot ist und so. Genau, falls ihr sonst irgendwelche Wünsche habt, die in den Automaten mit rein sollten, gerne her damit. Wir sind noch so ein bisschen auf der Suche, was wir nächstes Jahr noch ausprobieren. Ja. Und ja, von daher, tobt euch aus, schreibt was in die Kommentare und dann schauen wir mal, ja? Ciao. We'll be right back.
Heute ist ja Samstag und wir müssen gleich noch los. Deswegen müssen wir jetzt hier ab Mittag leider abbrechen. Wir haben jetzt den ersten Schotter reingefahren. Kannensteine sitzen jetzt alle. War jetzt auch so das erste Mal für mich, dass ich selber die ganzen Kantensteine gesetzt habe. Natürlich mit den anderen zusammen. Man lernt immer wieder dazu. Und ja, in den nächsten Videos seht ihr dann mit Sicherheit mehr und wie ihr dann endlich hier fertig steht und ja, bereit für euch ist. Also, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Sonntag, weil ihr seht das ja erst Sonntag. Kann vielleicht sein, dass das Video einen Tick später kommt. Wie gesagt, wir müssen jetzt noch los. Schönen Sonntag noch. Tschüss.